Hallo, liebe Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Oktober 2021. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Infobox kurz angesprochen, unterhalb des Videos befindet sie sich, findet ihr Karten, die ich in meinen Readings hier verwende. Wenn ihr euch die genauer anschauen wollt, findet ihr Social Media Links. Informationsvideos, Special Videos, zum Beispiel auch eine Anleitung, wie man Tarotkarten legt, wie sie zu interpretieren sind, welche Bedeutungen sie haben. Wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne an. Das ist ein Tarot, eine Tarot-Reihe, also ein Tutorial in mehrere Teile unterteilt. Natürlich findet ihr auch meinen Kanal und den Kanal meiner Mutter auf YouTube dort unten verlinkt. Das neue Video meiner Mutter verlinke ich euch natürlich auch. Am Ende dieses Videos schaut euch auch das gerne an, wenn ihr möchtet. Und natürlich das weiterführende Reading über diese Legung findet ihr dort unten, welches ihr im Resonanz- und im Interessensfall gerne wahrnehmen könnt, aber nicht müsst. Jo, und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Ihr hört im Hintergrund wahrscheinlich auch wieder Rasenmäher-Rudi am Werkeln. Ich hoffe, es ist nicht weiter störend. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Oktober 2021 meiner Jungfrauen. Die Einfachheit. Die Einfachheit, liebe Jungfrauen, ist eine, ich sage jetzt mal, trickreiche Energie. Es ist oftmals ein Indikator dafür, dass etwas so einfach sein könnte, wenn bestimmte Faktoren nicht eine übergewichtige Rolle spielen würden. Das ist eine sehr freie Interpretation, diese Karte. Diese Einfachheit kann natürlich auch auf einen sehr harmonischen Zustand hindeuten, in dem alles im Prinzip reibungslos oder quasi wie von alleine läuft. Eine tägliche Routine, mit der man absolut kein Problem hat, diese auch zu bewerkstelligen, mit dieser umzugehen. Sozusagen so der alltägliche Wahnsinn, dem man aber tatsächlich auch gewachsen ist. Das kann im Speziellen auch so zutreffen. Wie aber schon gesagt, ich meine hier eine Situation herausspüren zu können, und das werden mir die Karten natürlich dann auch gleich verraten, ob ich damit richtig liege oder nicht, dass es hier wesentlich einfacher in einer ganz bestimmten Situation für euch oder für einen Menschen in Bezug zu euch sein kann. Aber man sieht diese Einfachheit nicht. Etwas hält einem davor zurück, etwas, ein bestimmter Umstand, das könnten Ängste sein, es kann Misstrauen sein, es könnten fehlende finanzielle Mittel sein, das werde ich alles noch rausfinden. Aber etwas hält euch oder euren Gegenüber davon ab, etwas einzugehen, etwas zu tun, was tatsächlich einfach nur mit einem Wort geschehen könnte. Bin mir noch nicht ganz sicher, in welchem Genre das für euch sein könnte, liebe Jungfrauen. Die Zahl 42 kann definitiv eine Zahl von doch tieferer Bedeutung für euch sein. Vielleicht auch nur die 4 oder die 2 oder die Quersumme 6. Das wisst ihr natürlich besser als ich. Aber ich bin sehr gespannt, was mir die Karten darüber gleich sagen können. Es scheint mir doch hier doch sehr speziell zu sein. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Oktober 2021 meiner Jungfrauen. Okay, liebe Jungfrauen, ihr wolltet hier unbedingt rausspringen. Ihr macht hier gleich mal den Anfang als die Königin der Münzen. Das ist eure Energie. Ich sehe euch persönlich auch immer in dieser Hofkarte im Erdzeichen. Eine sehr fürsorgliche, mütterliche Energie teilweise. Beherzt, sage ich jetzt auch mal. Teilweise geduldig, auf jeden Fall. Oftmals auf das konzentriert, was man hat. Es bleibt hier nicht viel für euch zu wünschen übrig. Tatsächlich, ihr seid nicht rundum zufrieden, aber mit vielen Angelegenheiten in eurem Alltag seid ihr zufrieden oder wisst, dass ihr zufrieden sein könnt. Ihr konzentriert euch auf das, was ihr hier habt, was ihr besitzt, und seid stolz und froh über das, was ihr besitzt. Weiterhin wisst ihr aber auch sehr, sehr gut, was ihr verdient und was ihr nicht verdient. Ihr gebt euch hier nicht mit etwas ab, was euch in keinster Weise erfüllt, beziehungsweise wisst ihr sehr, sehr genau, was für euch sozusagen relevant ist. Ihr habt hier eine gute Gewichtung, ihr wisst, was für euch wichtig ist, was für euch unwichtig ist.
Eine sehr beherzte, wie schon gesagt, Energie, beziehungsweise sehr ausgeglichene Energie. Ich sehe euch hier wirklich sehr gelassen. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Der Eremit und die nächste Jungfrauenkarte. Der Eremit ist eine eurer klassischen Tarotkarten neben dem Magier. Der Eremit repräsentiert die Jungfrau, ein tiefes Wissen, eine Weisheit auch schon, habt ihr euch im Laufe einer gewissen Zeitspanne bereits erarbeitet. Viele von euch wissen um dieses Thema, um diesen Umstand, um den es hier geht, den ich hier aber noch nicht klassifizieren kann. Sehr, sehr Bescheid. Ihr habt viel über einen bestimmten Sachverhalt nachgedacht, der möglicherweise mit der Arbeit zu tun haben könnte, möglicherweise aber auch mit einer Beziehung oder Partnerschaft angesichts eines gewissen Menschen zu tun haben könnte. Wisst ihr sehr, sehr gut, wie eure Einstellung dazu ist, wie eure Gefühlslage dazu ist, beziehungsweise was eure Wünsche und Erwartungen dieser Situation betreffend sind. Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Viele von euch könnten sich auf sich alleine gestellt fühlen, so etwas wie die Einzelkämpfer sein, so etwas wie nicht auf die Mithilfe oder Mitarbeit anderer angewiesen. Das ist hier Fachkompetenz und Fähigkeit. Also ihr braucht hier nicht unbedingt jemanden, der euch sagt, wie man eine Bühne in eine Lampe reinschraubt. Ne? Also so etwas in der Art kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Hoher Selbstwert, definitiv. Und ihr wisst, was ihr könnt. Der Eremit kann Einsamkeit darstellen, kann eine gewisse Abgeschottenheit bezüglich einer gewissen anderen Person darstellen, die ich hier natürlich jetzt noch nicht habe. Ich meine aber, dass die kommen wird, ehrlich gesagt. Ich habe da so ein Gefühl. Zehn der Stäbe. Die Zehn der Stäbe kann von einer Belastung oder sogar Überlastung sprechen. Ich glaube aber, es handelt sich hier um diese Powerfrau, diese Kompetenz, diese Fähigkeit, die ihr euch nicht nur antrainiert habt, sondern die ihr auch im Laufe einer gewissen Zeitspanne, und das kann das ganze Leben über gewesen sein, diese Entwicklung, euch schon antrainiert habt. Ihr habt hier einiges zu tun, auf euch könnte einiges an, ja, vielleicht Verantwortung lasten, das kann ich mir vorstellen. Einige von euch müssen hier hart arbeiten, manche von euch haben zwei Jobs tatsächlich. Beziehungsweise haben neben der Arbeit, neben der alltäglichen Arbeit, solltet ihr arbeiten gehen natürlich, auch noch einiges anderes zu handeln. Ne? Das kann der Haushalt sein, das können Familienangelegenheiten sein, das kann ein Pflegefall in der Familie beispielsweise sein. Vielleicht habt ihr auch viel im Haushalt zu tun, vielleicht habt ihr Kinder hier zu unterrichten oder ja, zu bewirtschaften natürlich. Kann hier sehr, sehr vieles auf den kompletten Alltag, auf die tägliche Routine zurückführen, die ihr schafft, obwohl es manchmal auch tatsächlich sehr belastend sein kann und an die Substanz gehen kann. Ich sehe euch hier aber tatsächlich als eine sehr fähige Person, als jemand, der man ja tatsächlich Belastbarkeit aber auch wirklich ansehen kann. Viele von euch können hier mit Problemen zu euch kommen und ihr seid die Letzten wahrscheinlich, die sagen, du, ich habe keine Zeit, mich um deine Angelegenheit zu kümmern. Ihr seid hier sehr fürsorglich. Wie geht's weiter? Neun der Münzen. Es ist auch so eine Energie, wie ich sie eigentlich immer für die Jungfrau auch interpretieren kann. Hoher Selbstwert, hohe Selbstsicherheit, Fähigkeit, Kompetenzkarte. Für einige von euch kann es sich hier tatsächlich um eine so Art allein auf sich gestellt Energie handeln. In der Spiegelung auf den Eremit ist das definitiv eure Charakteristik, euer Umgang. So fühlt ihr euch aber auch, liebe Jungfrauen. Ihr fühlt euch als eine sehr fähige Person, die nichts mehr erschrecken kann, tatsächlich, die mit allem zurechtkommt, komme, was da wolle. Beziehungsweise sehe ich hier eine sehr große Seriosität auf eurer Seite angesichts nicht einer bestimmten Situation, sondern eurem Alltag tatsächlich. Ihr kriegt hier alles unter einem Hut. Es gibt im Prinzip keine Probleme, die sich für euch nicht lösen lassen. Zum Beispiel Überstunden zu machen, zum Beispiel auch bis abends, spätabends mal aufzubleiben, weil noch diverse Angelegenheiten zu erledigen sind. Ihr seid hier extrem seriös,
durch eine sehr hohe Selbstsicherheit und einen sehr hohen Selbstwert. Also diese beiden Karten weisen schon darauf hin, die Spiegelung auf dem Eremit weist darauf hin und nicht zuletzt natürlich auch diese 10 Stäbe in der Mitte. Ihr seid hier extrem belastbar, mit allen Wassern gewaschen, kann man sagen, beziehungsweise wirft euch so schnell nichts aus der Bahn. Wie geht's hier weiter? Wow. 10 der Münzen. Erfolg auf langfristige Art und Weise kann der finanzielle Erfolg tatsächlich sein. Ihr habt hier tatsächlich materiellen Zufluss auch zu erwarten. Das heißt auf Deutsch, es kann sein, dass ihr bestimmte Investitionen mit einem doch erheblichen Gewinn nun erwirtschaften könnt. Es könnte sein, dass es sich hier um Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld handelt, welches ihr entweder, ja, ausarbeitet bzw. vertraglich festlegt. Vielleicht bekommt ihr dies auch. Ich habe hier diesen materiellen Zuwachs von 9 auf 10. Deswegen sage ich, hier kommt Geld ins Haus möglicherweise. Beziehungsweise es sind einige von euch recht wohlhabend. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mit der Spiegelung der 10 der Münzen auf euch als die Königin der Münzen seid ihr tatsächlich auch eine Art, ich sage jetzt mal, das tragende Familienmitglied, das Familienoberhaupt sozusagen, die Person, ohne der im Prinzip nichts läuft, um es salopp auszudrücken. Und das Ass der Münzen im Outcome ist nochmals Erdenergie. Ihr habt hier sehr viele Erdkarten. Es geht hier um Finanzielles, es könnte um die Arbeit gehen, es könnte aber auch um eine gewisse Verpflichtung gehen, liebe Jungfrauen. Die Münzen sind etwas Wertvolles und das kommt ganz darauf an, was ihr für wertvoll erachtet. Für viele von euch kann dies ein bestimmter Partner, ein Ex-Partner vielleicht sogar sein oder ein potenzieller Partner. Das ist hier ein sehr erstrebenswerter Zustand, den hier einige angesichts dessen tatsächlich schon erreicht haben. Das Ass der Münzen steht aber auch weiterhin für neue Chancen, Wege, Mittel und Möglichkeiten, die sich euch eröffnen in Kürze, in baldiger Zukunft auf jeden Fall, die eventuell etwas mit einem finanziellen Zufluss zu tun haben. Ihr könntet euch angesichts eines Kapitals, angesichts bestimmter Werte oder Möglichkeiten, die ihr im Laufe einer Zeitspanne angehäuft habt durch harte Arbeit, könntet ihr euch die ein oder anderen Wünsche in Zukunft erfüllen, beziehungsweise eröffnen sich für euch neue Möglichkeiten angesichts eures erlangten Selbstwertes, eurer Seriosität, eurer Kompetenz. Eine Erklärung zur Königin der Münzen. Okay, die 3 der Schwerter und da ist doch schon dieser Turn. Diese 3 der Schwerter, liebe Jungfrauen, ist hier direkt auf euch geklärt. Es gibt hier ein Thema, wahrscheinlich fernab von der Familie, wahrscheinlich auch fernab vom Berufsleben, welches tatsächlich in euch eine Art, ja, Loch hinterlassen haben könnte. Und das ist hier mit Sicherheit auf ein liebestechnisches beziehungsweise gefühlstechnisches Ereignis in der Vergangenheit zurückzuführen. Ihr schaut hier nach links. Viele von euch haben mit diesem Herzschmerz abgeschlossen. Also die 3 der Schwerter ist der klassische Herzschmerz oder die Frustration. Haben viele von euch schon hinter sich gebracht, seid darüber hinausgewachsen. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich bin tatsächlich nicht dieser Ansicht, aber viele von euch oder für viele von euch ist das tatsächlich so geschehen, dass man ein bestimmtes Thema, welches zwar noch in einem drin sitzt, ihn aber oder sich nicht tatsächlich aktiv immer wieder im Alltag euch zurückwirft oder euch Gedanken oder Sorgen bereitet. Das ist etwas, worüber ihr hinweggekommen seid. Durch Souveränität, durch Selbstsicherheit und Selbstliebe kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ihr seid hier extrem souverän, kompetent, ihr seid hier total bei euch im Prinzip. Und dieses Thema mag sehr, sehr tief in euch vergraben sein und hat tatsächlich etwas mit einem jetzigen Verlangen zu tun, beziehungsweise einer Situation, die in der Vergangenheit stattfand. Eine Klärung zum Eremit. Der Mond. Der Mond steht für das Unterbewusste in dem Fall. Es kann für Geheimnisse stehen. Auf den Eremit geklärt sehe ich hier das Unterbewusste beziehungsweise die tiefe Gefühlsebene in euch drin, liebe Jungfrauen, die hier mit dem Trigger, den 3 der Münzen tatsächlich
vor allem nachts eventuell nach oben kommen könnte. Da vermisst ihr eventuell jemanden, eine bestimmte Person, vielleicht auch einen bestimmten Umstand, der in der Vergangenheit präsent war. Das passiert aber nur innerlich und oftmals nicht nach außen hin. Das heißt hier nicht, dass ihr euch nicht so gebt, wie ihr euch fühlt, sondern ihr wollt euch manchmal nichts anmerken lassen oder nichts anhaben lassen von einem bestimmten Ereignis in der Vergangenheit. Mit dem Mond auf den Eremiten sehe ich hier, dass manchmal nachts, und das kann durch Träume passieren, oder tatsächlich, wenn man den Alltag hinter sich gebracht hat und Zeit für sich hat, ne? Hier in dieser Erklärung sieht man das sehr, sehr deutlich, kann man manchmal, ich sage jetzt mal, in Erinnerungen schwelgen, die dann tatsächlich sehr schmerzhaft sein können. Und das kann bis zu einer gewissen Unerfülltheit führen, einem tiefen Verlangen, einer Sehnsucht tatsächlich. Eine Klärung zu den 10 der Stäben. Und die nächste Jungfrauenkarte in der Mitte des Readings, der Magier. Magier steht für Merkur. Merkur ist euer Herrscherplanet, konjugiert mit dem Eremit, konjugiert mit den 9 der Münzen. Das ist definitiv eure Energie, wie ihr eine Zukunftsperspektive habt. Ihr habt hier definitiv einen Grund, früh aufzustehen, liebe Jungfrauen. Ihr habt hier Pläne, ihr habt hier Träume, ihr habt hier Wünsche, beziehungsweise habt ihr hier, ihr seid hier extrem gefestigt, muss ich sagen. Ihr seid hier nicht diejenigen, die sich von manchmal aufkommenden negativen Gefühlen unterkriegen lassen. Ihr seid hier extreme Kämpfer, muss ich wirklich sagen. Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Und der Magier hier ist der Möglichmacher. Das ist einer, der weiß, dass man durch harte Arbeit, auf die er hier geklärt ist, bestimmte Zustände erreichen kann oder sich bestimmte Möglichkeiten selbst kreieren kann. Das ist jemand, der weiß, wofür er tagtäglich aufsteht, der weiß, wohin er möchte, der eine klare Perspektive hat. Und das lässt sich manchmal sehr leicht dahersagen, liebe Jungfrauen. Ja, man weiß, was er will, wer weiß nicht, was er will. Ihr würdet euch wundern, wer nicht weiß, was er will, liebe Jungfrauen. Da ist eher die Mehrheit so, die keinen Plan haben von dem, was sie haben wollen. Und ich sehe euch in dieser Situation definitiv nicht so. Eine Erklärung zu den 9 der Münzen. Fünf der Kelche. Fünf der Kelche und der Mond in der Spiegelung. Ganz klar, euch fehlt hier ab und zu etwas. Auf die 9 der Münzen ist das Ganze überspielt, beziehungsweise lässt ihr nicht zu, dass ein Verlustgefühl, vielleicht auch ein Reuegefühl oder definitiv ein Mangel euch in eurem täglichen Geschäft, in eurem täglichen Agieren, ne, und das ist Familie, das ist Job, das ist, ne, Hobby vielleicht auch oder Haushalt, ne? Also bei eurer täglichen Routine lasst ihr nicht zu, dass ein Mangel, der tief in euch drin ist, hier in der Spiegelung mit dem Mond, euch beeinträchtigt, vor allem nicht negativ beeinträchtigt, eher sogar euch noch anstachelt, euch ermutigt weiterzumachen. Das sehe ich hier sehr, sehr deutlich. Ein mangelndes Gefühl hier, und das kann damit zusammenhängen, dass euch hier vielleicht ein ganz gewisser Mensch fehlt oder euch einfach die Nähe oder die Zuneigung, vielleicht auch die Wertschätzung von potenziell einem ganz bestimmten Menschen hier fehlt, was ihr nicht nach außen hin transportiert, was ihr wahrscheinlich auch tief in euch vergraben habt. Und manchmal kommt dieser Mangel ja potenziell nachts raus. Vielleicht in den Träumen, wie schon gesagt, oder dann, wenn im Prinzip der Tag ausgeklungen wird. Ja? So sehe ich das hier sehr, sehr deutlich. Ihr lasst euch davon aber A nicht unterkriegen und B auch dadurch nichts anhaben. Eine Klärung zu den 10 der Münzen. Mich hätte es jetzt auch gewundert, wenn keine Hofkarte kommt, liebe Jungfrauen, ganz ehrlich. Der König der Kelche. Der König der Kelche ist höchstwahrscheinlich diese Person, nach der ihr euch manchmal sehnt, die hier definitiv Spiegelung 3 der Schwerter euch zu einem gewissen Zeitpunkt potenziell in der Vergangenheit mal sehr stark verletzt haben könnte, euch definitiv auch das Herz gebrochen haben könnte. Es kann sehr, sehr gut sein, dass es sich hier um einen Ex-Freund, eine Ex-Freundin, einen Ex-Partner, eine Ex-Partnerin handelt. Das ist für viele von euch der Fall, höchstwahrscheinlich. Es
kann sich um einen Menschen handeln, der verstorben ist. In dem Fall ja herzliche Anteilnahme. Ich kann hier definitiv aber für die meisten von euch sagen, dass das ein Mensch ist, der euch zu einem gewissen Zeitpunkt den Rücken gekehrt hat oder ihr habt diesen Menschen den Rücken gekehrt. Kann hier so oder so sein. Für viele von euch ist das aber ein Mensch, mit dem ihr euch definitiv auf eine langfristige Basis einstellen habt wollen, beziehungsweise euch das vorstellen habt können. Es ist hier so eine Art Mensch dargestellt, mit der ihr euch tatsächlich auch so eine Art Familiengründung habt darstellen können oder vorstellen können, mit dem ihr eine feste Verbindung, eine Partnerschaft oder eine tiefe Freundschaft habt vorstellen können. Und zu diesem, ja, Zustand kam es aber nicht und scheint es hier auch nicht gekommen zu sein in der Gegenwart. König der Kelche auf die 10 der Münzen, das verrät mir eben genau das. Es ist ein Mensch, auf den ihr euch gerne verlassen hättet wollen, so könnte man es sagen. Beziehungsweise habt ihr dann entweder eine herbe Enttäuschung erleiden müssen durch diesen Menschen, die dann tatsächlich zu so einer Art Vertrauensbruch geführt hat. Definitiv ist ein Mensch hier im König der Kelche abgebildet, dafür verantwortlich, dass euch manchmal merklich etwas fehlt. Ein Verlust, ein Mangel, beziehungsweise eben ja, eine anhaftende Enttäuschung, eine anhaftende Verletzung aus der Vergangenheit, die mit diesem Menschen zu tun hat. Der Page der Schwerter. Page der Schwerter ist der Beobachter, der Beschützer aus der Ferne. Ihr habt hier. Entweder dieser Mensch oder ihr habt hier auf euch gegenseitig stets noch ein Auge. Es kann sein, dass hier ab und zu, und ich sehe das eher sehr selten, noch Kommunikation herrscht, entweder von euch auskommt oder vom Gegenüber auskommend, dass man hier so etwas wie sich alle 3 Monate mal meldet und fragt, wie geht's dir, was machst du so? Es ist sehr oberflächlich gehalten, sehr gefühlslos auch gehalten, tatsächlich auch sehr platonisch und oberflächlich, könnte ich mir das hier vorstellen. Aber so richtig loslassen bzw. komplett vergessen werdet ihr euch beide hier nicht können. Muss natürlich auch nicht der Fall sein. Aber es ist hier so eine Art Energie, dass hier einer dem anderen tatsächlich zu wichtig ist, um nicht mehr an ihn zu denken. So könnte ich es ausdrücken. Eine Klärung zu den 3 der Schwerter. Der Mond. Der Mond spielt hier eine große Rolle. Es ist hier sehr viel in euch tief vergraben. Es ist hier für viele von euch auch direkt das Unterbewusstsein dargestellt. Klärung auf die 3 der Schwerter, Spiegelung auf euch. Für viele von euch ist hier ein bestimmter Umstand dargestellt, der in der Vergangenheit mit einem Menschen hier potenziell passiert ist. Diese Enttäuschung, diese Frustration, dieser Herzschmerz, der, ich sage jetzt mal so, beeinträchtigten euch nicht in eurem täglichen Dasein, bei euren täglichen Aktionen, in eurer täglichen Routine. Aber er ist präsent, er ist in euch drin, er ist und wenn nur unterbewusst stets vorhanden, liebe Jungfrauen. Und für viele von euch wird sich das anhand von Träumen herauskristallisieren, dass viele von euch von diesen Menschen tatsächlich träumen, vielleicht auch Albträume haben könnten. Das ist diese Spiegelung hier. Beispielsweise auch das hier ist das. Aber tief in euch drin habt ihr ein Verlangen nach diesem Menschen. Ihr sehnt euch manchmal einfach nur, diesen Menschen zu sehen. Eventuell gibt es Ungeklärtes zwischen euch beiden. Eventuell wurde nicht alles ausgesprochen oder gesagt. Es ist hier noch eine Rechnung offen für viele von euch. Für manche von euch ist das tatsächlich auch eine Art Reue, dass man diesen Menschen nicht mehr in seinem Alltag oder in seinem Leben präsent hat. Ist hier sehr tief vergraben. Auch werden jetzt einige sagen, nö, ich habe diesen Menschen schon längst vergessen und ich bin über ihn hinweggekommen und er stört mich nicht mehr und ich habe auch keine Gefühle mehr. Alles schön und gut, liebe Jungfrauen. Wenn ihr das wirklich getan habt, dann herzlichen Glückwunsch. Für viele von euch sehe ich das eher nicht der Fall sein. Eine Klärung zum Mond. Okay, die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen ist eine Geduldsphase. Das ist eine Phase, in der man sich eventuell auch mehr auf das Aktive stürzt sozusagen. Viele von euch lenken sich ab von diesen Gefühlen, wann immer sie hochkommen,
mit hier potenziell Arbeit oder suchen sich tatsächlich irgendwelche Aktivitäten, die sie ausführen können, die sie von dieser Gefühlslage hier wegbringen. Das sieht man hier drin sehr, sehr deutlich. Für viele von euch ist es auch schon eine ganze Zeit lang her, als der letzte Kontakt mit diesen Menschen war in der Vergangenheit. Auch eine klassische Zeitkarte hier. Viele von euch haben eine, ich sage jetzt mal, Entwicklung durchgemacht. Die sieht man jetzt nämlich hier drin in dieser Konstellation. Das heißt, als es damals zu diesem Ereignis hier kam, war das Ganze sehr, sehr schwer. Das sieht man auch mit dem Doppelmond, mit der Spiegelung auf 5 Kelche und mit dem Doppelmond zu den 10 Stäben sowieso. Damals war das alles andere als einfach für euch hinzunehmen, zu verkraften bzw. damit umzugehen. Viele von euch waren vielleicht auch in einer depressiven Phase zu der Zeit. Das ist meistens Doppelmond mit Spiegelung auf 5 Kelche. 7 der Münzen verrät mir aber, dass viele von euch sich im Laufe der Zeit nicht weiterentwickelt haben, aber es gelang euch mit Ruhe, mit Insichtkehr, mit an sich selbst arbeiten und sich immer wieder vor Augen zu führen, was ihr euch selbst wert seid. Und wer diesen Wert nicht erkennt, der hat euch schlichtweg auch nicht verdient, liebe Jungfrauen. Solche derartigen, ich sage jetzt mal, Überzeugungen haben schlussendlich nach einer gewissen Zeit dafür gesorgt, dass ihr zu so einer Powerfrau oder zu so einem Powermann hier wurdet. Das sieht man hier in der ersten Reihe extrem deutlich. Ihr habt euch etabliert. Eine Klärung zum Magier. Der Hohepriester bzw. der Hierophant. Nochmals deutlich gesagt, diese Ideale, diese ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will und wer das nicht erkennt, der kann wegbleiben. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich entweder damit selbst schützen möchte oder man sich damit, dass man das sagt, etwas vormacht. Im Gegenteil. Ihr habt höchstwahrscheinlich sogar damit recht. Mit den Hierophanten hat man hier klare Ideale, man hat klare Grundvoraussetzungen. Wer in euer Leben treten möchte, muss ehrlich sein, aufrichtig sein, darf nicht in einer anderen Beziehung stecken, muss ernste Absichten haben, muss verlässlich sein. Ihr habt hier bestimmte Grundvoraussetzungen an einen bestimmten Menschen, der einen Teil eures Lebens füllen soll. Und wer dies nicht kann oder nicht tut, hat auch keinen Platz an eurer Seite verdient, liebe Jungfrauen. Das ist eine große Überzeugung, die natürlich mit sehr viel Selbstwert natürlich zusammenhängt, mit sehr viel Selbstliebe zusammenhängt. Und viele von euch haben hart an dieser Einstellung gearbeitet. Wie schon gesagt, ihr habt euch hier entfaltet, ihr habt euch hier etabliert. Ihr seid wirklich über das hinweggekommen, was damals passiert war. Auch wenn ein bestimmter Mensch immer noch in euren Gedanken ist, in eurer Gefühlslage ist. Manche Menschen bekommt man aber auch nicht weg. Es ist wichtig, diese aufkommenden Gefühle entsprechend gewichten zu können. Euch selbst zu sagen zu können, ja, okay, ich habe da manchmal meine Gedanken noch an diesen Menschen. Es hätte tatsächlich zu einem gegebenen Zeitpunkt sehr schön werden können. Es wurde es aber nicht. Schade. Punkt. Strich drunter. So ist die Einstellung von vielen von euch, liebe Jungfrauen. Und zu diesem Schritt, da kommen manche gar nicht hin, beziehungsweise schaffen es einige nicht, dies mit 100%iger Authentizität zu sagen und sich selbst dann auch wirklich in diesem Stadium fühlen zu können. Ich habe das und das und das geschafft, ich bin darüber hinweg und das auch tatsächlich so zu meinen und sich dabei nicht selbst im Prinzip zu verarschen. Eine Klärung zu den 5 der Kelche. Der Page der Münzen. Der Page der Münzen ist oftmals jemand, der etwas wieder gut zu machen hat. Ich meine aber nicht eure Energie hier drin zu erkennen, weil ich hier diesen König der Kelche konjungierend habe und von euch aus diese Konjunktion kommt. Hier Doppeljungfrau zum Pagen der Münzen. Ich meine nicht, dass ihr hier etwas wieder gut zu machen habt, sondern eher, dass ihr diese Möglichkeit offen haltet, dass wenn jemand, und hier ist dieser König der Kelche, dieser jemand, aus der Vergangenheit sich dazu entschließt, Abbitte zu leisten, sich zu entschuldigen, eine Sache gerade zu biegen, eine offene Rechnung zu begleichen, werdet ihr die Letzten sein, die diesen Menschen zurückweisen, sondern ihr lasst ihn im Prinzip seine Chance. Ich glaube, ihr würdet hier diesen Menschen tatsächlich eine Chance geben, unter gewissen Voraussetzungen, dass es dieser Mensch ehrlich meint, aufrichtig meint, dass es ihm vielleicht leid tut, was damals passiert ist, je nachdem, was damals passiert ist. Darum
geht es ja hier nicht. Das ist in der Vergangenheit und das sehe ich hier auch nicht raus. Das kann für jeden von euch auch etwas Individuelles sein. Aber ihr lasst die Möglichkeiten offen, dass eine Zukunft mit diesen Menschen nicht ausgeschlossen ist. Darauf möchte ich hier hinaus und das drückt hier dieser Page der Münzen aus. Eine Erklärung zum König der Kelche. Die Königin der Kelche. Das ist nochmal eine Bestätigung, dass viele von euch eine Zusammenheit, in welcher Form auch immer, mit diesem König der Kelche in Zukunft nicht ausschließen. Es ist ein Mensch hier angezeigt, liebe Jungfrau, der tatsächlich, wie sagt man da, Hochzeitspotenzial hat oder irgendwie sowas? Oder Hochzeitsmaterial ist. Ich hab eine Lehrung gehört, da habe ich diesen Begriff da mal gehört, dachte mir, okay, ist das jetzt ein Ding? Oder wenn zwei Menschen da heiraten, sagt man da Hochzeitsmaterial dazu? Also für mich klingt das sehr abwertend. Es ist hier aber auf keinen Fall abwertend gemeint, liebe Jungfrauen, sondern viele von euch können sich tatsächlich eine erfolgsbringende, eine glückliche, eine stabile Zukunft hier mit diesen 10 der Kelchen, auf die dieser König der Kelche geklärt und die Königin der Kelche gespiegelt ist, tatsächlich vorstellen. Nur muss hier dafür etwas, ja, mehr Engagement, etwas mehr Bereitschaft von eurem Gegenüber in diese Sache eingetragen werden. Also jetzt nicht der Gegenüber in dem Sinne, dass ihr hier eine Person habt, an die ihr ständig denken müsst, denn das ist hier nicht so. Es ist manchmal sehr, sehr tief vergraben und es kommt meistens nachts hoch, so wie ich das hier sehe. Aber eine glückliche Zukunft, eine stabile Zukunft mit diesem Menschen gemeinsam ist von eurer Seite aus definitiv nicht ausgeschlossen. Aber ihr arbeitet nicht darauf hin. Ergo seid ihr hier auch nicht in der Abhängigkeit oder in der tiefen Sehnsucht, die manchmal hier hochkommt. Ja, aber nicht tatsächlich euch jetzt dazu bewegt, alles stehen und liegen zu lassen und diesen Menschen hier zu adressieren und dem klarzumachen, jo, hier, wir hatten hier mal was sehr, sehr Schönes, eventuell, das ist jetzt nur ein Beispiel, warum haben wir damit aufgehört? Weil hier ist ein Power-Couple in den Kelchen zu sehen, liebe Jungfrauen. Es kann auch sein, dass ihr Wasserenergie in eurem Chart habt. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Aber das Potenzial zu einem stabilen Miteinander auf partnerschaftlicher Ebene oder auf freundschaftlicher Basis, das ist dahingestellt, ist hier definitiv gegeben. Und es wird hier potenziell auch Chancen geben, wie das Ganze realisierbar sein kann. Das sehe ich hier doch sehr, sehr deutlich. Der Tod ist hier im Outcome. Das ist die Veränderung, das ist die Transformation, die ich hier kommen sehe, in einer bestimmten Art und Weise, die ich jetzt noch nicht einordnen kann. Ich meine, natürlich muss ich, damit hier zwei Menschen miteinander können, ja, partnerschaftlich gesehen, freundschaftlich gesehen, wie auch immer, muss ich hier einiges verändern. Denn das, was da in der Vergangenheit passiert ist, scheint mir schon sehr heftig gewesen zu sein. Das ist Mond, Mond, 10 Stäbe, das ist was Heftiges. Aber es ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Zukunft sich nicht ändern könnte zu eurem bzw. zu euer beiden Gunsten. Ja? Aber dafür ist gehörig was zu verändern. Diese Einfachheit, die Hauptenergie, bezieht sich vorrangig auf das hier oben. Das ist eure Etablierung, eure Entfaltung. Ich kann hier definitiv behaupten, dass die größte Mehrheit von euch auf jeden Fall nicht nur sagt, ja, ich habe das überwunden, ja, ich habe an mir gearbeitet und ja, ich bin drüber hinweg und so weiter und so fort. Das ist nämlich oftmals eingeredet und oftmals auch nicht der Fall. Für die Mehrheit von euch ist das hier definitiv der Fall. Und dafür steht die Einfachheit. Ihr seid souverän, ihr habt euch etabliert, ihr habt euch im Prinzip selbst geheilt, ihr seid vielleicht auch ein Stück weit gewachsen während einer gewissen Phase und es ist euch hier definitiv möglich, euren Alltag, auch wenn hier in der Vergangenheit etwas passiert ist, was euch manchmal noch mitnimmt, seid ihr stark genug, etabliert genug, euch davon nichts anhaben zu lassen und euren Alltag tatsächlich auf souveräne Art und Weise zu handeln. Dafür steht diese Einfachheit. Eventuell, und jetzt greife ich etwas vor, kann ich mir hier auch in der Zukunft etwas vielleicht mit diesen Menschen vorstellen, dadurch eben, dass man sich einfach nur dazu bekennen muss, was da passiert ist, vielleicht einfach nur eine Entschuldigung notwendig ist oder vielleicht mal ein Erwachsenwerden notwendig ist, vielleicht aber auch ein Bekennen zu den eigenen Gefühlen notwendig ist. Ich kann mir hier noch vieles vorstellen, das sehe ich im weiterführenden Reading gleich.
Aber es könnte hier tatsächlich in Zukunft auch einfach werden zwischen euch und einem bestimmten Menschen. Das ist aber eher, ja, eher eine Annahme beziehungsweise eher so ein Gefühl, was jetzt da im weiterführenden Reading noch kommen könnte, was aber natürlich nicht für jeden von euch der Fall sein muss. Liebe Jungfrauen, solltet ihr euch in einer solchen Situation befinden und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Ihr müsst natürlich nicht. Ich wünsche euch einen wunderbaren Oktober. Bleibt so, wie ihr seid. Ihr habt euch hier wunderbar gemacht. Das sieht man hier eindeutig. Es kommt hier großer Erfolg auf euch zu. Wünsche euch anhaltende Gesundheit. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.